Das Hauptaugenmerk der Entwicklung von Liebherr-Produkten liegt darin, mit besonderem Produktnutzen und Kundenvorteilen innovativ führend zu sein. Die Gründe, warum wir eine neue Technologie entwickelt haben zur Herstellung von Supermarktdrogen, war, dass viele Anforderungen an uns gestellt wurden, die einfach mit den herkömmlichen Technologien nicht zu beantworten waren. Der Herstellprozess beruht darauf, dass direkt in eine Form der Materialaufbau von außen beginnend im Sprühen aufgetragen wird. Dahinter kommt dann eine tragende, stützende Schicht. Für den Endkunden gibt es natürlich deutliche Zunahme an Gestaltungsmöglichkeiten, Freiheitsgraden, Farbwünsche, Oberflächen, Strukturen, Haptik. Danach wird das Gehäuse geschäumt und verlässt dann als komplett fertiges Gehäuse bereits die Anlage. Allen voran ist sicherlich die Energieeffizienz ein ganz wichtiges Thema. Ergonomie, Stabilität und auch die Formensprache, das heißt die Optik. Man glaubt immer, das sind weiße große Kisten, die halt kalt machen. Im Endeffekt steckt aber sehr viel Technologie in diesen Geräten.